Kutan Immobilien. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Am Montag, den 14. Januar, fand in der Ludwigshafener Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft der Neujahrsempfang statt. Nach der Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste gab Professor Dr. Mutra einen Rückblick über das abgelaufene Jahr 2018 mit der Überschrift »2018 war kein Kindergeburtstag«. Diskussionen um die Hochschulverlegung in die Innenstadt, strategische Weiterentwicklung der Hochschule und Hochschulpakt waren unter anderem keine einfachen Themen, die auf der Agenda standen und auch 2019 auf der Agenda stehen werden. Aus rein kommunaler Sicht kommt noch hinzu die Unterbringung internationaler Studenten, die hier an der Hochschule in Ludwigshafen studieren möchten, und natürlich der Dauerbrenner, die Öffnung des Posttunnels. Ja, wir haben 2019 eine ganze Menge an Anforderungen, die von draußen kommen, nämlich von der Landesregierung. Es gibt ein Hochschulzukunftsprogramm, in dem die Hochschulen quasi vorgegeben bekommen, was die Ziele sind, beziehungsweise in Aushandlungsprozesse eintreten. Es wird im Laufe des Jahres ein neues Hochschulgesetz geben. Und für uns als Hochschule ist natürlich spannend, wenn es wirklich mit dem Neubau losgeht. Der Spatenstich ist ja für Mitte des Jahres vorgesehen. Und ansonsten müssen wir gucken, dass wir den Bereich Pflege, aber auch Hebammenwissenschaften, wo viel Bewegung gerade ist, so weiterentwickeln können, dass es am Ende auch wirklich attraktive und qualitativ hochwertige Angebote gibt. In die Feier integriert waren die Verabschiedungen von Professor Dr. Hans-Ulrich Dallmann als Vizepräsident Hochschulentwicklung. Ihm folgt Professorin Dr. Ellen Bareis. Und weiterhin verabschiedet wurde Andreas Giesel als Vizepräsident Internationales. Seine Nachfolge tritt Professorin Dr. Edith Rüdiger-Muck an. Ja, zum einen war es eine tolle Veranstaltung, den Neujahrsempfang zu kombinieren, auch mit Verabschiedung zwei wirklich gedienter Vizepräsidenten. Das ist eine tolle Sache, bringt auch viele Aspekte nochmal rein, weil jeder so im Prinzip aus seinem Leben auch nochmal ein bisschen was erzählen kann. Was ich persönlich mitnehme, was mir nicht bewusst war, war, dass wir natürlich auch Wohnraum brauchen für die Studierenden, die aus dem Ausland kommen. Stichwort Internationalität, wichtige Sache. Und da das ja mein Bereich im Landtag ist, nehme ich das gerne mit. Mich interessiert die Hochschule auf vielerlei Weise. Natürlich ist gerade die bauliche Herausforderung jetzt eine große, dass das nochmal verschoben wurde. Tut mir sehr in der Seele weh. Das war jetzt auch nicht mehr die Verwaltung schuld, sondern dadurch, dass die Bauwirtschaft brummt, sind eben die Planungskapazitäten nicht vorhanden. Und uns ist es wichtig, dann wirklich die Hochschule weiterzuentwickeln, und da sind wir auf einem sehr guten Weg inhaltlich gesehen. Und mein Ziel ist auch, die Hochschule noch mehr in der Stadt in den Vordergrund zu bringen. Da arbeite ich schon seit vielen Jahren dran, und so Stück für Stück gelingt das dann auch.